Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute nehme ich euch einfach in meine Stallroutine mit drei Pferden. Einmal mit Poppy, Sweetie und Cake Pop. Mit zwei Pferden gehe ich, glaube ich, auf den Platz und mit einem gehe ich ausreiten. Das erste, was ich am Morgen mache, ist ins Internet zu gehen und einfach mal ein bisschen zu gucken, was so alles da ist. Wenn ich das gemacht habe, dann gehe ich noch kurz immer zu meinem Kater Blackie. Ich finde ihn so knuffig. Wenn da alles okay ist bei ihm, gehe ich auch schon frühstücken. Ich wohne ja in einer Altstadt, das heißt, hier ist auch relativ wenig los. Hier ist mein Ausblick. Hier unten ist ein Brunnen, dann hier noch ein Shop und dann halt hier so ein Berg. Ja. Ich bin jetzt hier mega, mega idyllisch, dadurch, dass hier auch keine Autos fahren, in der Nähe schon mein Tanzworkshop immer stattfindet und in der Nähe auch ein Café ist. Ja, und zu diesem Café gehen wir jetzt auch. Ich ziehe mir noch kurz meine Jacke an und wir sehen uns gleich draußen wieder. Ich bin jetzt gerade draußen angekommen. Hier seht ihr auch mein Haus. Es ist sehr klein, aber es ist sehr süß. Also von außen sieht es kleiner aus, als wie es wirklich ist. Ich werde auch noch für ein Pferd von mir nachher, bevor ich in den Stall gehe, nach zu der neuen Stadt so gesagt fahren, weil ich dort noch ein paar Sachen besorgen muss. Ich laufe jetzt noch zum Café. Hier bin ich jetzt im unteren Teil der Stadt angekommen. Ich wollte ihn hier noch ein bisschen zeigen. Ich finde es hier sehr, sehr, sehr idyllisch, wie schon gesagt. Hier ist nämlich auch ein Friseur, ein Tiershop, sage ich jetzt mal. Hier steht auch ein Brunnen und es sind insgesamt, glaube ich, 5, 6 Schlosstore, glaube ich. Ich bin mir aber nicht sicher. Und das hier ist der Stadtpark. Der ist auch sehr, sehr grün mit dem Rathaus und mit einem Verwalter nebenan. Und davor steht einfach die Bushaltestelle mit ein paar Bänken. Das hier ist der Stadtpark. Ich finde den nicht so groß, aber trotzdem super, super schön. Ich bin jetzt einmal kurz die falsche Treppe nach unten gegangen und jetzt komme ich hier in diese Gasse. Hier gehe ich gar nicht gern, deswegen renne ich hier eigentlich auch immer relativ schnell durch, weil hier ist es einfach sehr düster. Und da bin ich jetzt auch schon beim Café angekommen. Es ist jetzt nicht sehr toll, sage ich jetzt mal. Aber ja, ne, was tut man nicht alles, dass man keinen Hunger mehr hat. Ich frühstücke jetzt hier noch was und ich zeige euch einfach so kurz, was ich frühstücke. Ich habe mir jetzt hier ein gekochtes Ei mit einem Glas Wasser bestellt. Und ich werde euch auch noch gleich erzählen, wie es geschmeckt hat. Ich bin jetzt gerade fertig geworden mit Frühstücken. Und ich werde jetzt noch mit dem Bus in die Stadt fahren, weil hier gibt es nicht so viele Läden. Hier gibt es einfach nur so Shops wie auf einem Markt. Und by the way, hier hängt auch ein Plakat. In dieser Show werde ich demnächst noch auftreten. Ich bin schon am Üben. Vielleicht wird dazu auch ein Video kommen. Ich werde jetzt hier noch kurz auf den Bus warten und dann nach Jörg City fahren. Ich bin jetzt hier gerade angekommen und wir gehen jetzt einfach mal in die jeweils beliebigen Shops und gucken uns da noch um. Der erste Laden ist ausgekundschaftet. Ich habe jetzt hier noch ein Halfter mitgehen lassen, weil ich das mega, mega toll finde. Das ist richtig, schön. Hier gehe ich jetzt auch noch kurz schauen. Bis gleich. In Jollystar habe ich jetzt auch noch geguckt, ob es hier irgendwas gibt. Und nein, es gibt nicht irgendetwas. Schade, aber ja. Ich habe eh genug Sachen zu Hause, wo ich noch nicht anhatte zum Reiten und so. Ich ziehe mich dann auch erst im Stall um. Bei den Spinden hat man hier auch Kabinen und dann kann man sich dort umziehen. Dann geht's auch schon zum Stall. Wie ihr sehen könnt, habe ich mich jetzt auch umgezogen. Hier steht Airdrop, den reite ich heute leider nicht, weil er wurde heute schon ganz früh bewegt, weil er morgen ein Turnier hat. Ja, und als erstes ist hier Cake Pop dran. Ich weiß, ihr kennt ihn noch nicht. Cake Pop ist ein Geschenk von meinem Onkel. So ein Leibpferd eigentlich mehr, aber ist
ja auch schon egal. Ich führe jetzt mal Cake Pop in die Waschbox. Ich werde jetzt Cake Pop noch ein bisschen putzen und dann auch schon aufzäumen. Ich habe mir jetzt auch noch meine Reitstiefletten angezogen, noch doch eine bisschen wärmere Jacke und noch einen Helm. Der ist ja ganz wichtig zum Reiten. Und jetzt geht's noch ab auf den Platz. Ich bin jetzt hier schon aufgestiegen und am Platz angekommen. Der Schritt ist sehr, sehr schwungvoll, muss ich ehrlich zugeben. Also ja, sehr schwungvoll. Ich werde nachher jetzt auch noch ein paar Aufnahmen mit der GoPro machen. Und ich hoffe, es gefällt euch. Jetzt ist die Stunde der Wahrheit. Ich werde jetzt zum ersten Mal tölten in meinem ganzen Leben. Mein Onkel hat mir gesagt, dass Cake Pop einen sehr, sehr angenehmen Tölt hat. Zum Tölten setze ich mich tief in den Sattel rein, mache meine Beine ein wenig nach vorne und schnauze. Und es klappt! Juhu! Wir tölten. Und ich muss sagen, der Tölt ist sehr angenehm. Bisschen langsam kommt hier vor. Mein Onkel hat noch einen zweiten und einen dritten Isländer. Ja, tölten darf man auch nicht zu lange, finde ich, mal in den Schritt. Ja, also Cake Pop ist sehr brav bis jetzt. Sie hat einen sehr schnellen Schritt. Also ich sage jetzt einfach wieder sie, weil er, ich finde, es passt nicht zu dem Pferd. Sorry, aber irgendwie, es passt nicht zum Pferd. Ich finde, Cake Pop ist eine sie. Ja, ich blende jetzt noch ein paar Aufnahmen mit der GoPro ein. Wir sind jetzt wieder zurück in der normalen Form und ich werde jetzt mal probieren, in den Rennpass zu gehen. Dafür galoppiert ihr zuerst mal an und macht, ich weiß nicht, ich probiere jetzt einfach mal, was ich machen muss, dass Cake Pop in den Rennpass geht. Ja, und hier sind wir jetzt auch schon im Rennpass und er ist super bequem. Sehr, sehr schnell, aber super bequem. Oh mein Gott, ey. Das ist so wie Tölt, bloß ein bisschen schneller. Oh mein Gott. Ja, das ist auch sehr anstrengend fürs Pferd, deswegen gehe ich jetzt auch schon wieder in den Trab. Ich werde jetzt hier noch ein paar Rundchen machen und dann geht es auch schon wieder zurück zum Stall. Ich reite jetzt auch schon, wie man sehen kann, zurück zum Stall. Es war jetzt sehr anstrengend. Ich wollte eigentlich noch so 4 bis 5 Runden machen. Es wurden dann aber doch 2, weil Cake Pop schon ziemlich müde wurde. Wir dürfen im Stall bis in die Waschbox ja laufen, halt auf dem Pferd sitzen. Dann müssen wir natürlich absteigen, weil da halt auch eine Wand kommt. Ich stelle jetzt wieder Cake Pop in die Box und wir sehen uns gleich bei Sweetie in der Box wieder. Sweetie ist echt riesig im Gegensatz zu meiner kleinen Cake Pop. Oh mein Gott, ey. Ich habe dieses Pferd noch nie geritten. Ich bin echt gespannt, ja, wie es jetzt ist. Weil es ist quasi so ein kleines Probereiten. Das Pferd ist echt groß. Ich stelle mir aber die Gangarten sehr gemütlich vor. Der Percheron kann auch noch eine spezielle Gangart mit dem Reiter oben, weil manche können ja die spezielle Gangart nur ohne Reiter. Das finde ich jetzt ein bisschen komisch, aber ja, wenn es halt so ist, ne? Wie immer wird jetzt Sweetie auch noch geputzt. Wir sind jetzt gerade draußen angekommen, wie man hier sehen kann, hier ist auch der Stall. Und ich sitze auch schon oben und muss sagen, der Schritt ist super bequem. Ich werde einfach so ein bisschen durch Silverglade durchreiten, zu Marley und dann wieder zurück.
ich habe auch noch die Männer, bevor ich ja euch gesagt habe, dass ich jetzt Sweetie aus der Box führe, habe ich noch die Männer ein bisschen eingeflochten, weil ich finde, das ist eigentlich mega schön so. Und ich habe hier hinten auch noch ein schönes Herzchen eingeflochten, was ich auch super süß finde. Ja, ich finde das ganze Pferd einfach mega groß. Ich habe aber keine Angst, irgendwie so. Nee, gar nicht. Durch Silverglade darf man traben. Das ist die neue Regel, was ich mega toll finde. Ich werde das jetzt auch mal machen. Ja, und ich muss sagen, der Trab ist eigentlich auch ziemlich soft. Also ja, halt ziemlich bequem. Der ist so... Er spickt mich nicht so nach oben wie bei manchen Pferden. Bei manchen Pferden macht es dumm, 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 dumm. Und hier macht es dumm. 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 So richtig schön, gemütlich. Das finde ich eigentlich... Beim Schritt merkt man auch irgendwie so leicht ein bisschen, dass das Pferd einen mega bequemen Trab hat. Ja, das finde ich auch sehr schön. Die Ausrüstung dazu finde ich auch mega schön, weil jedes Pferd hat ja ihre eigene Ausrüstung. Ich finde das Pferd so schön, weil es hat auch blaue Augen, was ich auch super toll finde. Ich werde jetzt hier diesen Weg hier zu Marley nehmen. Wir könnten hier auch den einen Weg nehmen, aber ich nehme jetzt hier diesen, weil ich galoppiere gern erst auf Feldwegen an. Wer mich kennt, weiß das. Ich galoppiere jetzt mal Sweetie an. Ja, der Galopp ist... wie soll ich sagen? Er ist nicht so super bequem, aber was soll man sagen, ne? Ja, Marley ist der Bruder von meinem Onkel und der hat seine Farm erneuert, was ich super genial finde. Ich bin jetzt hier auf dem hinteren Reitplatz und ich wollte hier noch den speziellen Gang ausprobieren. Dafür muss man eigentlich nur so ein machen und der galoppiert eigentlich auch schon das Pferd an, beziehungsweise ja, das ist nicht so ein, ja, ne? Ach, stimmt, genau. Wenn man hat mir gesagt, das ist so wie ein Teil zu ähnlich. Man kann schön, schön sitzen bleiben. Also man muss sitzen bleiben, weil sonst geht das Pferd wieder in den Trab, wie bei mir jetzt. Ich probiere das jetzt noch ein paar Mal und dann gehe ich noch ein bisschen auf dem Feld im Renngalopp reiten. Beim dritten Mal habe ich dann Sweetie probiert, nach außen zu lenken, weil es ist nicht so leicht, das Pferd in diesen Gang zu lenken. Weil das Pferd konzentriert sich nicht auf deine Hilfen, sondern eigentlich nur, dass es in dieser Gangart bleibt. Das ist auch für den Reiter und für das Pferd eine sehr anstrengende Übung. Aber ich bleibe in den speziellen Gangarten, wie im Töll zum Beispiel, nicht sehr lange. Deswegen gehe ich jetzt auch schon einen Schritt. Ich sage jetzt hier noch Bescheid, dass ich hier auf dem Platz war, weil das muss man immer, wenn es irgendwas wäre oder so, wegen irgendwas halt, ja, weiß man ja nie, ob irgendwas ist, so ein Pferd oder so stürzt, weil irgendein Loch ist oder so, was jetzt zum Beispiel dieses Pferd gut machen könnte, dass man einfach Bescheid weiß, dass ich dafür verantwortlich bin, dass man halt, ja, dann noch ein bisschen drüber reden muss, was jetzt alles so quasi als Strafe unter Anführungszeichen für mich gemacht wird. Ich bin jetzt auf den Feldern angekommen. Ich habe jetzt alles geklärt und Bescheid gesagt. Und jetzt geht's mal in den Galopp, weil ich mein Ziel ist, über diese Mauer zu kommen. Und jetzt mal ein bisschen, ja, in den Renngalopp. Oh mein Gott, das ist so cool. Oha, voll schnell. Mega. Oh mein Gott, das ist so ein tolles Gefühl gerade. Ich werde jetzt noch meine GoPro einschalten und ich hoffe, es gefällt euch. Ich bin jetzt gerade fertig geworden mit Reiten. Ich gehe jetzt ja den oberen Weg einfach. Und dann wieder durch Silverglade und zurück zum Stall. Ich bin jetzt gerade aus der Waschbox gekommen mit Sweetie. Und ich versorge jetzt dieses große Pferd. Ich
finde einfach immer noch, dass es mega riesig ist, aber die Gangarten sind super bequem. Diese Box hier ist auch sehr weit hinten, oder halt, ja, wenn man jetzt reinkommt, ist sie nicht gleich ganz vorne. Und als letzte Kandidatin für heute haben wir Poppy, mein eigenes Pferd. Und ich muss sagen, sie ist sehr, sehr schön. Ich bin echt in love und ich finde, das ist kein Fehlkauf. Ich habe mir jetzt noch überlegt, hoppala, da muss ich ja hin, dass ich jetzt mit Poppy noch einfach ein bisschen longiere, weil ich bin jetzt sehr müde auch schon von den zwei anderen Pferden. Deswegen gehe ich jetzt einfach auf den Platz und longiere Poppy. Ich habe jetzt noch kurz schnell das Pad drauf gemacht zum Longieren, weil ich finde, das ist eigentlich sehr, sehr toll zum Longieren, weil das hat so ein bisschen was Gewicht oben, nicht viel, einfach nur so, keine Ahnung, ein paar Kilogramm. Hier seht ihr jetzt auch schon aus der Perspektive von mir, wie Poppy schön gechillt vor sich hinläuft, was ich sehr in Ordnung finde. Ich wechsle jetzt kurz noch schnell in die Richtung. Ich treibe Poppy eigentlich gleich an, weil ich finde eigentlich, ja, antraben ist nicht gerade schwer. Das Angaloppieren bei ihr ist schon relativ nicht so in Ordnung. Wenn man auf ihr oben sitzt, geht es, aber Longieren ist bei ihr das Problem. Ich will sie auch zum Schulpferd ausbilden und das ist halt eher relativ blöd, wenn sie das nicht kann. Sie bleibt auch gern ein bisschen stehen und guckt einfach und macht nichts, was ich nicht so okay finde, aber ihr wohl. Ja, ich treibe sie jetzt auch schon wieder an, weil sie muss das einfach können für Lore-Stunden. Das hat sie jetzt prima gemacht, kriegt sie noch ein bisschen Lob. Also ich rede beim Longieren immer auf die Stimme halt, dass sie merkt, wenn ich sage, ja, das hast du fein gemacht oder so, dass sie einfach merkt, jo, das habe ich jetzt gut gemacht, ne? Ja, dann geht's nochmal in den Trab und dann jetzt auch schon in den Galopp. Ja, ich longiere jetzt hier noch Poppy kurz ein bisschen und danach geht's wieder zurück in den Stall. Wo Poppy dann zu mir gekommen ist, habe ich sie dann auch geknuddelt. Und ich glaube, ich werde jetzt noch ausreiten gehen, weil ich habe hier noch eine Trense übrig gesehen, vorhin irgendwo hängen. Und die werde ich jetzt kurz aufmachen, weil ich glaube, das ist sowieso eine von ihr. Und dann geht's einfach noch ein bisschen, ja, auf die Felder. Ich weiß, ich reite jetzt ohne Helm, aber das ist jetzt auch schon wurscht, weil sie ist sehr brav, sie hat mich auch noch nie runtergeschmissen. Ich gehe super gerne mit ihr ausreiten, ohne Sattel, weil ich einfach weiß, dass sie, wenn sie irgendwas hört, dass sie nicht mich runterwerfen soll, sondern einfach so stehen bleiben, einfach und gucken, dass es mich nicht vom Pferd runterwirft. Das macht sie sehr brav, habe ich hier so antrainiert. Sie ist natürlich schon ein paar Mal verschrocken und hat mich runtergeworfen, aber sie kommt dann eigentlich gleich immer zu mir und entschuldigt sich. Hier die Mähdresche habe ich hier auch antrainiert. Hier können wir vorbeibrettern und es macht ihr gar nichts aus. Das finde ich auch eines von diesen Begabungen von Pferden, was ich ja toll finde. Hier ist auch ein Feld mit Mähdrescher, macht dir natürlich auch nichts aus, aber wenn es nicht sein muss, bin ich nicht sehr gerne bei Mähdreschern. Jetzt rennt sie auf einmal los, ich weiß nicht, was los ist. Keine Ahnung, ich probiere sie jetzt mal ein bisschen zu stoppen. Ja, einfach weil wir davon geredet haben, sie hat mich runtergeworfen. Ich bin nicht auf den Kopf gefallen, nur auf meinen Hintern. Ich stehe jetzt wieder auf. Was ganz wichtig ist, gleich wieder beruhigen. Und sie ist eigentlich so ein Pferd, das erschreckt sich eigentlich nicht so leicht. Also hier muss irgendwas sein jetzt, was nicht okay ist. Ja, ich reite jetzt einfach noch ein bisschen weiter. Irgendwie so nach Verpinter eher nicht. Ich glaube, wir reiten jetzt hier einfach auf den Weg und dann wieder zurück. Ich lasse jetzt hier Poppy noch ein bisschen was essen und ich putze sie einfach dabei noch. Ich würde sagen, das war es jetzt mit meiner, ja, morgendlichen Vormittags-Stallroutine. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein kostenloses Abo da und einen Daumen nach oben. Bis bald. Tschüss.